Sandro Benigni, Sie sind Journalist, Redakteur beim Tagesanzeiger, Lateinamerika-Spezialist und Autor. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Guten Abend. Guten Abend. Was verbindet Sie mit Lateinamerika? Ich habe Lateinamerika eigentlich als Tourist kennengelernt während des Studiums, habe mehrere Länder immer mal wieder bereist, habe dann irgendwann Spanisch gelernt, relativ in einem Intensivkurs in Ecuador, hatte dann die Chance, das Glück, 10 Jahre lang als Korrespondent oder 11 Jahre lang fast als Korrespondent zu arbeiten für den Tagesanzeiger in Mexiko, aber mit dem Gebiet ganz Lateinamerika. Ich bin zum zweiten Mal mit einer Lateinamerikanerin verheiratet. Und für mich ist eigentlich das Faszinierende an Lateinamerika, dass es irgendwie fremd ist, dass es etwas Rätselhaftes hat, etwas, wenn man so will, Exotisches. Und doch steht man, oder stehe ich zumindest nicht, vor einer kulturellen Wand, wie beispielsweise in Asien, wo ich einfach nichts verstehe und wo ich mich nicht mal mit den Leuten darüber verständigen kann, dass wir uns gegenseitig nicht verstehen. In Lateinamerika ist die Gesellschaft, die Leute, die Kultur ist relativ zugänglich, natürlich weil es teilweise europäische Wurzeln sind. Die Leute sind zu einem großen Teil so gastfreundlich und herzlich, wie es das Klischee besagt. Also wie häufig trifft auch dieses Klischee zu einem großen Teil zu. Also man kommt rein in Lateinamerika und trotzdem hat man nie das Gefühl, dass man es wirklich versteht und wirklich durchdringen kann. Es gibt immer wieder Momente, wo man total überrascht ist, im Positiven wie im Negativen. Für mich hat die Weltregion, insbesondere auch die Länder mit einem hohen indigenen Anteil, mit einer tiefen, lange zurückgehenden Tradition, wie zum Beispiel Mexiko, das Rätselhafte und Fremde in einem positiven und anregenden Sinn bis heute nicht verloren. Ihr Buch Drogenkrieg Mexiko trägt den Untertitel Der gefährlichste Ort der Welt. Gilt das für jedermann oder sind nur gewisse Gruppen besonders gefährdet? Das betrifft vor allem bestimmte Gruppen. Also das sind in erster Linie mal die Angehörigen der Drogenkartelle selber, weil der Drogenkrieg, der sogenannte Drogenkrieg, der sogenannte mexikanische Drogenkrieg ist vor allem ein Krieg zwischen verfeindeten Kartellen und zwischen den Kartellen und den Ordnungskräften. Also die Angehörige dieser Gruppen sind sehr stark gefährdet, es sind Lokaljournalisten sind sehr stark gefährdet und dann in gewissen Gebieten auch zum Beispiel kleine Geschäftsinhaber, KMU-Besitzer, Restaurantbesitzer, die erpresst werden. Es ist ein schreckliches Drama, eine Tragödie, die sich da abspielt mittlerweile. Seit 2006 sind mehr als 200.000 Leute ums Leben gekommen. Man muss aber gleichzeitig sagen, also wenn man jetzt Mexiko bereist als Tourist, dann ist es nicht so, oder wenn man in Mexiko als in Anführungs- und Schlusszeichen als Normalbürger lebt und nichts mit diesen Leuten zu tun hat und sich nicht an Orte begibt, von denen man weiß, dass sie gefährlich sind, dann ist das Leben trotz allem relativ normal. Also ich habe es häufig erlebt, dass mich Freunde besucht haben während meiner Zeit in Mexiko und die haben dann so gesagt, wo ist denn jetzt eigentlich hier der Drogenkrieg? Ich merke ja gar nichts. Also wie gesagt, es ist eine schreckliche Tragödie, aber das Bild, das man teilweise hat, einfach von einem flächendeckenden Gemetzel, das ist dann doch übertrieben. Und ja, ich habe länger als 10 Jahre in dem Land gelebt und muss sagen, es ist trotz allem ein wunderschönes und hochinteressantes Land mit einer sehr, alles in allem mit einer sehr liebenswerten Bevölkerung. Der neue Präsident, der demnächst sein Amt antreten wird, Andrés Manuel López Obrador hat versprochen, bei der Drogenbekämpfung neue Wege zu gehen. Was erwarten Sie von ihm? Ich denke, etwas Positives, was er angekündigt hat, oder etwas Hoffnungsvolles, ob es dann wirklich sich als positiv herausstellt, das sehen wir dann. Aber er hat gesagt, er will mit dieser militärischen Konfrontation aufhören. Der Drogenkrieg ist eigentlich ausgebrochen, als der Vorvorgänger von López Obrador, also Felipe Calderón, im Jahr 2006 die Armee auf die Straße geschickt hat, um die Drogenkartelle militärisch zu bekämpfen. Mit dieser militärischen Konfrontation, sagt López Obrador, will er aufhören. Die Frage ist dann ein bisschen,
Was macht er stattdessen? Das ist noch relativ unklar, da hat er sich bisher noch nicht sehr verbindlich dazu geäußert. Er hat auch so mal während des Wahlkampfes von einer möglichen Amnestie gesprochen, wo man dann natürlich sofort gesagt hat, er will alle Drogenbosse aus dem Gefängnis entlassen. Und er hat dann gesagt, nein, das betrifft nur zum Beispiel Dealer oder Konsumenten. Das fände ich, glaube ich, ist eine sinnvolle Idee, dass man aufhört, Energie und Geld und Ressourcen zu verschwenden, um irgendwelche Kleindealer zu jagen. Mhm. Wenn er das macht, dann hat er eine Chance, zumindest dieses Blutvergießen, das wirklich seit 2006 mit einem kleinen, es hatte mal so eine kleine Verbesserung, hat es mal gegeben, 2-3 Jahre lang, aber im Moment ist es so schlimm wie noch nie. Dass diesem Gemetzel mal die Spitze gebrochen wird, das ist eine der Hoffnungen, die López Obrador überhaupt an die Macht gebracht haben. Für Ihr Buch haben Sie auch einen Profikiller interviewt. Wie kam es dazu? Wie gefährlich war es für Sie, solche Informationen zu erlangen und zu publizieren? Also diesem Interview mit diesem Killer vom Sinaloa-Kartell, das war in Ciudad Juárez, das war eine, also ich habe da etwas recherchiert, habe da Journalisten, mexikanische Journalisten und eine Fotografin kennengelernt, die war mit dem befreundet. Und hat ihn dazu überredet, einfach sein Leben zu erzählen. Es war, die Abmachung war, logischerweise, ich schreibe seinen Namen nicht, ich mache keine Aufzeichnungen und ich mache keine Fotos. Und er hat dafür dann kein Geld verlangt für das Gespräch. Und ja, wir haben uns dann in der Wohnung dieser Fotografin getroffen. Das war natürlich am Anfang relativ, sagen wir mal, für mich eine ziemlich angespannte Atmosphäre. Der ist gekommen, der war bewaffnet und hat während des Gesprächs ständig Kokain konsumiert, aber man muss dann sagen, erschreckenderweise, obwohl er hunderte von Leuten ermordet hat, im Gespräch selber war er dann eigentlich relativ nett und teilweise witzig, humorvoll, selbstironisch, sehr hart auch gegen sich selber. Er hat nichts beschönigt, er hat nichts gerechtfertigt, sondern seine Grundaussage war, es ist einfach so, ich lebe in dieser Realität und wenn ich in dieser Realität überleben will und vor allem auch wenn meine Familie, hatte 2 oder 3 Kinder, wenn meine Familie in dieser Realität überleben will, dann muss ich einfach bereit sein, jede Brutalität zu begehen, weil wenn ich nicht brutal zu anderen bin, dann sind andere brutal zu mir. Das war so die Grundaussage seines dieses Gesprächs. Gefährlich? Also, nein, ich glaube nicht. Natürlich habe ich dann einen Moment lang gedacht, wenn es genau in dem Moment, wo mir das Interview gibt, irgendwie die Spezialeinheit irgendwie den verfolgt und dann in die Wohnung eindringt, solche Gedanken gehen einem kurz durch den Kopf. Aber generell kann man sagen, als ausländischer Korrespondent, selbst wenn man über den Drogenkrieg schreibt und über den Drogenkrieg recherchiert, ist man nicht unmittelbar in Gefahr. Unmittelbar in Gefahr sind mexikanische Lokaljournalisten, die zum Beispiel in irgendeiner kleinen Stadt recherchieren, ob der Polizeipräsident oder der Bürgermeister oder irgendein Stadtverwaltungsmitglied mit dem lokalen Drogenkartell unter einer Decke steckt. Das ist wirklich absolut hochgefährlich und es ist auch so, dass Mexiko, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob dieses Jahr oder letztes Jahr, wahrscheinlich sind es dann am Schluss beide Jahre, gehört zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten überhaupt weltweit. Der Elster Verlag wird den Thriller Milena von Jorge Cepeda Patterson herausgeben. Cepeda lebt in Mexiko, ist Journalist wie Sie. Sinngemäß äußerte sich Cepeda, er habe in Romanform wiedergegeben, was man als Journalist gar nicht mehr schreiben könne. Können Sie das nachvollziehen? Ich glaube, was ich nachvollziehen kann, ist, dass er das so nicht nahe hätte recherchieren können, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Wenn er das meint, dann kann ich es nachvollziehen, dass man es nicht schreiben kann, also im Sinne von, dass das niemand publizieren würde oder dass jetzt irgendwie Zensur ausgeübt würde, weil jemand über das Buch handelt, ja, vom Frauenhandel vor allem. Das glaube ich nicht. Also die Pressefreiheit in Mexiko, es gibt viele kritische Stimmen, Publikationen gegenüber der Regierung.
Er selber ist der Chefredaktor von einer Online-Publikation, die sehr kritisch ist. Nein, dass er es nicht hätte schreiben können aus gewissermaßen institutionellen Gründen, also aus Zensurgründen, das hat er wahrscheinlich nicht so gemeint. Cepedas Roman spielt im Milieu von Frauen und Drogenhandel, Politik und Medien. Sie kennen die Realität und den Roman. Ihr Kommentar? Der Roman von Cepeda ist, ich glaube, man kann ihm das Etikett, vielleicht das ein bisschen allgemeine, aber in diesem Fall zutreffende Etikett des Realismus aufkleben. Ist so erzählt in einer angelsächsischen, realistischen, wirklichkeitsnahen Tradition. Er verzichtet auf das in der lateinamerikanischen Literatur aus meiner Sicht manchmal ein bisschen penetrante, barocke, sprachverliebte, überkandidelte, das hat also irgendwie so völlig Fantasie. Also er ist kein Epigone, definitiv kein Epigone von Gabriel García Márquez. Ich glaube, er hat, oder es ist klar, dass er recherchiert hat, das Thema, über das er schreibt. Eben Drogenhandel, Frauenhandel, auch die ganze Schilderung der mexikanischen Presse und der mexikanischen Politik. Da merkt man, dass er es aus erster Hand kennt. Was ich positiv empfunden habe am Roman, was ich geschätzt habe, war, es ist ein Roman, der geschrieben ist von jemandem, der ursprünglich Journalist ist, aber es ist nicht ein Journalist, der einfach mal einen Roman schreiben wollte und gewissermaßen eine Reportage so ein bisschen belletristisch aufgemotzt hat, sondern Cepeda ist Journalist, aber er ist auch ein Schriftsteller aus meiner Sicht ein guter Schriftsteller, mit allen Qualitäten, sprachlich, stilistisch, vom Aufbau her, von den Dialogen, von der Dramatik, der Dramaturgie des Buches, es ist nicht ein journalistisch oder verbrämter Roman oder irgend so etwas, also eine Mischform zwischen Journalismus und Literatur, sondern es ist Literatur, aber auf einem realen und zu einem großen Teil, denke ich, auch selbst erfahrenen und selbst recherchierten Hintergrund. Insofern ist es ein sehr spannendes Buch. Sie selbst sagten, die Gräueltaten der Kartelle seien Teil einer Strategie der Einschüchterung und der Demonstration der Ohnmacht des Staates. Haben Sie eine Vorstellung, was man dem als Gegenstrategie entgegensetzen könnte? Das ist eine schwierige Frage, und es ist auch immer so ein bisschen, wenn man da aus der Ferne, also jetzt bin ich ja nicht mehr da, jetzt sitze ich hier in der Schweiz, da irgendwelche Anweisungen oder irgendwelche Ratschläge geben soll, das wirkt dann schnell ein bisschen einfach. Aber ich glaube, also was wir am Anfang gesagt haben, eine Möglichkeit ist eben weg von dieser Konfrontationsstrategie und versuchen, zum Beispiel mehr zu fokussieren auf Geldwäscherei oder auf die ganze, nicht so sehr die auf Gewalt, auf Waffen, auf die Bandenbildung basierende Infrastruktur der Drogenkartelle, dass der Staat nicht so sehr diese Aspekte bekämpft, sondern stärker sich fokussiert auf eben Geldwäscherei, die ganze finanzielle Infrastruktur, die Hintermänner und so weiter. Das ist natürlich sehr viel schwieriger. Bisher aber bestand die Strategie darin, dass man beispielsweise versucht hat, immer die Kartelle zu enthaupten, in dem Sinn, dass man den Chef versucht hat umzubringen oder festzunehmen, was dann einfach eine gegenteilige Wirkung hat oder eine negative Wirkung, vor allem für die Zivilbevölkerung, weil die Kartelle dann häufig zerfallen sind in Untergruppen, die sich dann bekämpft haben. Also das Kartell war zwar dann gewissermaßen metaphorisch enthauptet, aber die unten haben dann begonnen, wirklich konkret sich zu enthaupten. Wenn man von dieser Strategie abrücken würde, dann denke ich, gibt es eine Möglichkeit, diese Gewaltspirale vielleicht zu durchbrechen. Und es wird spannend sein zu sehen, ob López Obrador das macht. Und dann ein weiterer Punkt, über den man mittlerweile auch in Mexiko und in anderen Ländern in Lateinamerika zumindest diskutiert, ist die Frage der Legalisierung. Also ob man nicht den Konsum und allenfalls auch den Handel und den Verkauf
von Drogen freigeben sollte, um damit dem organisierten Verbrechen das die wichtigste Einnahmequelle zu entziehen. Da gibt es Vor- und Nachteile und es gibt Argumente dafür und dawider. Ich denke, die neuere mexikanische Regierung, die ist zumindest offen für solche alternative Möglichkeiten. Mexiko hat nicht nur ein internes Problem, es wird auch von der Administration Trump unter Druck gesetzt. Immerhin konnte gerade ein neues Handelsabkommen abgeschlossen werden. Ist Trump schlecht für Mexiko? Ja, Trump ist meiner Meinung nach nicht nur für Mexiko schlecht, sondern ist schlecht für die ganze Welt. Aber es trifft natürlich Mexiko schon besonders hart, einerseits ökonomisch, weil Freihandel, das Freihandelsabkommen hat unter dem Strich viele positive, nicht nur. Es hat einige Bereiche gegeben, die gelitten haben, vor allem die Landwirtschaft, aber ich denke, unter dem Strich hat es positive Auswirkungen. Die Handelsbilanz zwischen den USA und Mexiko war immer aus mexikanischer Sicht negativ bis zum Inkrafttreten des NAFTA-Abkommens. Und von dem Moment an war es immer positiv. Das ist auch das, was Trump so ärgert. Wenn er da, das Handelsabkommen wurde jetzt nicht gekippt, wie er es am Anfang angedroht hatte, es wurde ein bisschen verwässert und es wurde ein bisschen, wurden die Gewichte zugunsten der USA verschoben. Das ist für Mexiko nicht wahnsinnig dramatisch, aber positiv ist es sicher nicht. Und was Mexiko hat eine Hassliebe, ein Verhältnis von Hassliebe zu den USA. Es gibt Millionen sind ausgewandert, fast jeder hat ein Familienmitglied, das in den USA lebt. Die USA werden bewundert und gleichzeitig gibt es ein Gefühl von Neid und von Unterlegenheit. Und wenn da einer kommt und dann gewissermaßen die mexikanische Bevölkerung kollektiv als Vergewaltiger oder als Verbrecher darstellt, das trifft die Mexikaner natürlich schon. Und man darf nicht vergessen, also relativ kurz nach der Gründung von Mexiko haben die USA die Hälfte des Territoriums den Mexikanern in einem illegalen Angriffskrieg weggenommen und diese Wunde, die ist bis heute nicht verheilt. Und wenn dann einer kommt und eben sagt, er schießt auf Flüchtlinge, wobei das sind ja dann nicht einmal in erster Linie mexikanische Flüchtlinge, sondern aus Zentralamerika, aus Honduras, aber trotzdem, oder irgendwelche irgendwie ständig davon redet, dass man eine undurchdringliche Mauer an die Grenze stellen muss, das trifft das den Nationalstolz und das Nationalgefühl und das könnte Wunden und Verletzungen hinterlassen, die dann auch, wenn die Ära Trump hoffentlich bald einmal zu Ende, also hoffentlich in 2 Jahren definitiv zu Ende ist, die dann wahrscheinlich lange nicht heilen. Neben Mexiko hören wir regelmäßig besorgniserregende Nachrichten aus Venezuela, aber auch Brasilien, Argentinien oder Puerto Rico geben Anlass zur Sorge. Gibt es in Lateinamerika auch positive Entwicklungen? Die positiven Entwicklungen in Lateinamerika sind eigentlich, also wenn man jetzt ein bisschen einen breiteren Zeitraum anschaut, dann sind es eigentlich zwei. Erstens mal hat man die Diktatur als Staatsform weitgehend überwunden. Also es gab in den Nullerjahren, kann man sagen, war die einzige Diktatur, die noch übrig geblieben ist in Lateinamerika, war Kuba. Das ist das eine. Und die zweite große positive Entwicklung, die eingesetzt hat in den Ende der 90er Jahre und während der Nullerjahre, das war einfach eine Reduktion, teilweise eine deutliche Reduktion der absoluten Armut. Also viele Leute sind aus der Armut zumindest so in eine Unterschicht oder sagen wir untere Mittelschichtsposition reingekommen und konnten sich etwas leisten und die Einkommen haben sich erhöht, die ganze soziale Lage hat sich verbessert und diese beiden Errungenschaften, die sind im Moment in Gefahr. Insofern sehe ich eigentlich deutlich mehr negative als positive Entwicklungen.
dieser Aufstieg, dieser ökonomische Aufstieg hing vor allem zusammen, das muss man leider sagen, er hing sehr stark zusammen mit den hohen Rohstoffpreisen. Die lateinamerikanischen Länder haben es weitgehend versäumt, das auszunutzen, um die Infrastruktur zu verbessern, um das Justizsystem zu verbessern, um das politische System zu verbessern. Und jetzt, wo die Rohstoffpreise wieder sinken und wo das gesamtwirtschaftliche Umfeld schlechter ist, jetzt bricht auch diese Errungenschaft bricht wieder weg. Und was sich, also das haben wir jetzt gesehen, zum Beispiel bei der Wahl in Brasilien, was sich abzeichnet, ist auch, dass immer mehr autoritäre Regimes oder autoritäre Politiker Oberwasser bekommen. Das hat es zwar schon auch während der Nullerjahre gegeben, so den sogenannten Linkspopulismus, also Länder wie Venezuela, Ecuador, Bolivien, wo zumindest teilweise autoritäre Politiker an die Macht gekommen sind oder die teilweise autoritäre Versuchungen erlegen sind. Es besteht jetzt die Gefahr, dass sich das verstärkt, wie es sich überall auf der Welt auch verstärkt. Das ist eigentlich ein ähnliches Phänomen, wie wir es auch anderswo sehen. Und was man auch sagen muss in Bezug auf Mexiko, letztlich ist natürlich der Sieg von López Obrador hat mit demselben Phänomen zu tun, dass einfach ein großer Teil der Bevölkerung einen totalen Überdruss und genug hat von den traditionellen Parteien, von den traditionellen Vorgehensweisen der Politiker, von den Institutionen. Es gibt ein Misstrauen gegenüber dem Staat, einen Vertrauensverlust gegenüber dem Staat. Also der Grund, weshalb López Obrador gewonnen hat, ist eigentlich ein ähnlicher Grund, weshalb Trump in den USA gewonnen hat und weshalb jetzt Bolsonaro in Brasilien begonnen hat. Mexiko hat vielleicht, also das ist die Hoffnung für einmal, es ist ja ein Land, das nicht sehr viel Glück hatte, vielleicht hat es diesmal das Glück, dass dieser Unmut und diese Wut, den ein großer Teil der Bevölkerung verspüren, dass die einem Politiker zugute gekommen sind, der zumindest zum Beispiel als Bürgermeister von Mexico City einen gewissen Leistungsausweis hat, der die politische Arbeit und das politische System kennt, der Mexiko sehr gut kennt, hat Mexiko flächendeckend mehrmals jede Gemeinde bereist. Also die Hoffnung ist, dass ja, dass er aus dieser Wut und diesem Überdruss etwas Positives machen kann. Aber sicher ist das nicht. Also es könnte auch sein, er hatte teilweise auch schon autoritäre so Anwandlungen gezeigt in seiner Karriere, durchaus. Also das ist eine große Ungewissheit, die auch in Mexiko herrscht. Und ja, man wird dann sehen, es am 1. Dezember beginnt er zu regieren und dann wird man sehen, was passiert. Sandro Benigni, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.